Wir haben also praktisch eine Neuentwicklung von einem Bierfüller. Und zwar haben wir versucht, die heutige und zeitgemäße Spitzentechnologie, die man eigentlich von Großbrauereien erwartet, auch für mittelständische Brauereien herzustellen. Wir reden hier von einem Leistungsbereich von 2.500 bis 12.000 Flaschen. Dieser Füller ist ja auch angedacht, um ein bestehendes Füllsystem, ein älteres, zu ersetzen. Und da hat sich herausgestellt, dass einfach auch die Raumhöhe eine große Rolle spielt. Wir haben also versucht, diesen Füller in der Höhe so zu reduzieren, dass wir auf eine Raumhöhe von 2,45 Meter kommen. In dem Fall haben wir großes Augenmerk gerichtet auf Hygienikdesign. Dieser Füller ist ausgestattet mit einem sogenannten Abschwallpaket. Und dieses Paket beinhaltet ein Abschwallen der Sterne, der Führungsgarnituren beziehungsweise auch dem Außenteil von dem Ringkessel und des kompletten Ventilers inklusive der Zentrierglocke. Die Ansprüche waren also folgendes: Die herkömmlichen Maschinen, die sich jetzt auf dem Markt befinden, die haben einen relativ großen Tisch. Dieser Tisch hat eigentlich einen Nachteil, wenn man ihn von der mikrobiologischen Seite betrachtet und auch von der zugänglichen Seite. Also deswegen sind wir also weggegangen. Wir haben einen freistehenden Ringkessel festgelegt. Wir haben also den Tisch so klein wie möglich gestaltet. Also der Tisch nimmt jetzt in dem Fall nur die Führungsgarnituren und einen Verschließer auf und haben alles, was normal unter dem Tisch verbaut ist, ausgelagert in dem Ventilknoten, in dem freistehenden Ventilknoten. In dieser neu entwickelten Maschine befinden sich auch bewährte Kronos-Baugruppen. Der Vorteil dieser kompakten Bauweise ist eigentlich der Formatwechsel. Dieser gestaltet sich einfach bedingt durch diese kleine Bauart und die gute Zugänglichkeit sehr einfach. Beim Formatwechsel wurde ein großes Augenmerk darauf gerichtet, dass dieser stattfindet ohne Werkzeuge. Wir arbeiten hier nur mit Pin- und mit Steckverbindungen. Das heißt also, es ist sehr unkompliziert und ein schnelles Wechseln der Formatteile möglich. Ich freue mich auf Sie, wenn wir uns auf der Brau in Nürnberg bei uns beim Cosmic Stand treffen.